Hi, hallo, mein Name ist Alison Bord. Ich bin Künstlerin aus England und repräsentiere die Firma Schminke Künstlerfarben. Heute möchte ich die besondere Ölfarbe Kremser Weißton vorstellen. Kremser Weiß, in der Malerei auch als Bleiweiß bekannt, ist eine bleihaltige und somit giftige Farbe, die in der Malerei seit der Antike oft für Porträts verwendet wurde und heute nur noch unter Auflagen zu Restaurierungszwecken angewendet werden darf. Um nicht auf die besonderen Eigenschaften eines Kremserweiß verzichten zu müssen, hat Schminke einen modernen, nachgestellten Ersatz geschaffen, den Kremserweißton. Diese hervorragende bleifreie und ungiftige Alternative ist an dem Zusatzwort Ton zu erkennen, der anzeigt, dass es sich um eine Nachstellung handelt. Um die universelle Einsetzbarkeit von Kremser Weißton in der Ölmalerei zu betonen, ist diese Farbe im Schminkensortiment weder der Norma Professional noch einer anderen Ölfarbe namentlich zugeordnet. Kremser Weißton ist damit für alle Ölfarbensorten, also für Mussini, Norma Professional, Akademie Öl und College Oil, entwickelt worden. Statt des giftigen Pigments Bleiweiß enthält Kremser Weißton eine Kombination aus den Pigmenten Titanweiß und Zinkweiß, angerieben in Safloöl von besonders reiner und heller Qualität. Kremser Weißton entspricht optisch wie maltechnisch seinem Vorgänger und zeigt einen leicht warmen, halbdeckenden Weißton. Er dient neben der puren Verwendung, zum Beispiel in der Porträtmalerei, auch dem Aufhellen von Bunttönen, wie zum Beispiel Cäsarenpurpur, ohne deren Farbtoncharakter wesentlich zu verändern. Man sieht die Unterschiede deutlich, wenn man die Farbe stattdessen mit Titanweiß mischt. Kremser Weißton hat ein etwas geringeres Deckvermögen und Aufhellvermögen als Titanweiß. In Mischungen mit anderen Ölfarben wirkt auch die Nachstellung, wie das Original, trocknungsbeschleunigend und filmstabilisierend. Mit Kremser Weißton versetzte Ölfarben erhalten zudem eine buttrige, geschmeidig zu vermalende Konsistenz. Kremser Weißton ist in Tuben mit 35 ml sowie 120 ml erhältlich.